Mein Name ist Tanner. Michael Tanner. Benno Löwitz, das ist mein Manager. Er hat soeben erfahren, dass in seinem Büro eingebrochen wurde. Er musste unbedingt nach dem Rechten sehen. Es dauert bestimmt nicht. Also er ist jetzt nicht mehr draußen? Nein. Na ja, Tanner, dann bleiben Sie doch direkt mal da. Sie sind ja auch als Zeuge geladen. Hm? Natürlich. Kommen Sie bitte hier nach vorn. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben, bitte? Ja, selbstverständlich. Frau Karl, können Sie sich bitte darum kümmern? Geht's Ihnen nicht gut, oder? Nein, nein, es geht schon, danke. Schon in Ordnung. Gut, dann fangen wir schon mal an. Ich muss Sie zuallererst mal belehren, Herr Tanner. Sie müssen ja als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, das ist klar. Und dann kommen wir zu Ihren Personalien. Danke. Dankeschön, Frau Karl. Michael Tanner, 48 Jahre alt. Sie sind amerikanischer Staatsbürger. Sie wohnen in Düsseldorf. Sie sind geschieden. Ihr Beruf ist Tenor. Und verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten hier sind Sie nicht. Nein. Jetzt kommen wir mal zu dem, worum es heute hier eigentlich geht, um den Abend des 16. Juli 2007. Sicher nicht so leicht für Sie, Herr Tanner, darüber zu sprechen. Trotzdem muss ich einiges über den 16. Juli von Ihnen erfahren. Natürlich, das ist in Ordnung. Ich hatte an diesem Tag ein Konzert im großen Rathaussaal. Ich hatte für Laura überhaupt keine Zeit. Das Konzert war sehr wichtig. Und Sie sagen, wenn Sie nur wüssten, wie leid mir das jetzt ist. Ja, Sie sagen, Sie hatten keine Zeit. Das heißt, wollte sich die Laura mit Ihnen treffen an dem Tag? Wäre ich nur zu ihr gefahren, anstatt mich auf diesen Auftritt vorzubereiten, dann würde sie vielleicht noch leben. Herr Tanner, hat Ihre Tochter, Ihre Adoptivtochter mit Ihnen gesprochen an dem Tag? Ja, Laura hat gegen 11 Uhr angerufen. Sie wollte unbedingt persönlich mit mir sprechen, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Sie brauchte jemanden zum Reden. Das kann nicht sein. Laura hat sich nicht von mir getrennt. Ja? Sie wollte mich heiraten. Ja? Sie haben meine Tochter mit ihrer kranken Liebe verfolgt. Warum konnten Sie nicht einfach akzeptieren, dass Laura dieser Liebe nicht erwidert? Das ist völliger Unsinn. Ich meine, was ist das für eine Liebe, wenn man einen Menschen umbringt, anstatt ihm die Freiheit zu geben, dass er gehen kann, wenn er will? Das stimmt nicht. Außerdem wollte Laura überhaupt gar nicht gehen. Spielen Sie hier nicht den Unschuldigen. Ich habe Sie von Anfang an durchschaut. Herr Tanner, was hat denn Ihre Tochter Laura zu Ihnen am Telefon gesagt? Sie war verzweifelt, weil dieser Mensch ihren Entschluss einfach nicht akzeptieren wollte. Aha. Laura war nicht verzweifelt. Sie hat mir erzählt, dass er vorhatte, an diesem Tag bei ihr vorbeizuschauen. Mhm. Er wollte noch einmal mit ihr reden. Das hätte ich verhindern sollen. Komisch ist aber, Herr Tanner, dass Ihre Ex-Frau uns nichts von der Verzweiflung von Laura erzählt hat, obwohl die beiden doch unter einem Dach gelebt haben. Das ist doch richtig, Frau Tanner, nein, oder? Laura war nicht verzweifelt. Nein. Konstanze hat leider vieles nicht mitbekommen. Umso wichtiger wäre es ja gewesen, ich hätte mir die Zeit für Laura genommen. Herr Tanner, jetzt noch mal, aber Laura und Sie, haben Sie denn nach diesem Telefonat, das ja vormittags war, noch mal an diesem Tag mit Laura gesprochen? Ja, wir haben am frühen Nachmittag noch mal telefoniert. Mhm. Dann habe ich mich, wie gesagt, auf diesen Auftritt vorbereiten müssen. Um 18 Uhr habe ich dann versucht, Laura noch einmal anzurufen. Aber das Handy war aus und zu Hause wollte ich nicht anrufen. Um 19 Uhr, da habe ich es irgendwie nicht mehr ausgehalten. Was heißt, Sie haben es nicht mehr ausgehalten? Ich habe meinen Manager gebeten, nach Laura zu sehen. Aber als er so ging, halb sieben, halb acht war es, bei ihr geklingelt hat. Da hat schon niemand mehr die Tür aufgemacht. Wenn ich mir jetzt Ihren Einzelverbindungsnachweis von Ihrem Telefon ansehe, da haben Sie es ganz offensichtlich trotzdem im Lauf des Abends noch mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Ja, ja. Aber sie hat nicht zurückgerufen. Natürlich, wie auch. Herr Tanner, kennen Sie diesen Zeitungsausschnitt? Starttenor sagt kurzfristig Konzert ab, Schwächeanfall, Hunderte müssen enttäuscht nach Hause gehen. Wissen Sie was? Ich finde es seltsam, dass Sie ausgerechnet in dem Augenblick, in dem Ihre Adoptivtochter getötet wird, einen Schwächeanfall erleiden. Können Sie hell sehen? Oder wissen Sie vielleicht doch weitaus mehr, als Sie hier zugeben? Es war nur eine Ahnung, es war nur eine Vorahnung. Herr Tanner, geht's Ihnen nicht gut? Herr Tanner, Herr Seeloff, schnell Notarzt, es sieht mir sehr ernst aus. Herr Tanner. Herr Tanner, geht's? Sie machen hier keine Fotos. Ja? Sie hören sofort auf, dass wir das ganze Ding sofort mitgenommen haben. Das ist nichts Tragisches. Er hat diese Schwächeanfälle dauernd. Der Mann ist Sänger, das sind die Nerven. Sie sollten ihn ablenken, wenn er gleich wieder besser. Hören Sie mich, Herr Tanner? Mein Gott, das dauert. Ja, ja.
Bleiben Sie einfach mal liegen. Bleiben Sie doch liegen, Herr Tenner. Nein, nein, das geht schon. Das geht jetzt bleiben Sie doch liegen. Besser, kommen Sie dann, lassen Sie sich wenigstens helfen. Ja, danke. Dann setzen Sie sich mal bitte hin. Danke. So, lehnen Sie sich einfach mal an und atmen Sie mal. Ja. Geht's wieder? Ja, ja, das geht schon. Sind Sie sich sicher? Ich habe einen Notarzt schon gerufen. Was ist denn passiert? Der Herr hier ist umgefallen, hat offensichtlich Probleme beim Atmen. Schauen Sie sich den bitte mal genauer an. Ne? Guten Tag. Also ich würde Sie ganz gerne mitnehmen. Mal anschauen. Da gehen Sie jetzt auf jeden Fall mit, Herr Tenner. Mit sowas sollte man nicht spaßen. Ja? Lassen Sie sich mal durchchecken von dem Notarzt hier. Ja? Wenn es Ihnen dann nachher besser geht, können Sie auch auf jeden Fall wieder zurückkommen, wenn Sie wollen, und der Verhandlung weiterfolgen. Oder gibt es noch Fragen an den Herrn Tenner? Dann bleibt der Herr Tenner unweilig. Gehen Sie da bitte mit. Ja? Ja. Okay. Kommen Sie eben mit. Herr Seelhoff, Sie könnten dann bitte auch gleich schauen, ob inzwischen der Zeuge Löbitz schon draußen ist. Ja? Schicken Sie den doch bitte gleich rein. Zeuge Löbitz. Herr Vorsitzender. Ist nach wie vor nicht erschienen? Nein, nein. Gut, dann als nächstes bitte die Nachbarin von Frau Tenner, die Zeugin Claudia Müller. Frau Müller, kommen Sie mal rein, bitte. Bitte. Guten Tag. Konstanze, was ist denn geschehen? Warum hat Ihr Mann denn einen Arzt gebraucht? Nichts Besonderes, ist nichts Schlimmes, war so einer seiner Schwächeanfälle. Okay. Frau Müller, hier spielt die Musik. So einen kleinen Plausch unter Nachbarin, das können Sie auch gerne später noch machen. So. Jetzt wollte ich Sie nämlich eigentlich als Zeugin vernehmen, ja? Und da brauche ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich muss Sie zunächst belehren. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Sie heißen Claudia Müller, 38 Jahre alt. Sie wohnen in Düsseldorf. Sie sind ledig, Bibliotheksangestellte und mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Sie wissen, was Ihnen vorgeworfen wird. Ja. Jetzt sollen Sie am Todestag, das war der 16. Juni, eine Beobachtung gemacht haben. Ja. Also das war abends gegen 10:30. Da bin ich also noch mal mit meinem Hund rausgegangen. Und da sehe ich die Frau Tenner, wie sie im Garten steht und sich am Zaun festklammert. Naja, Sie müssen wissen, sie ist manchmal ein wenig, naja, hilfsbedürftig. Also bin ich lieber hingegangen, um nachzusehen. Was meinen Sie denn mit hilfsbedürftig? Ach du meine Güte, das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Ich will ja bestimmt nicht tratschen, aber naja, vor Gericht Claudia, muss ich ja alles sagen, was ich... Dass ich an dem Tag zu viel getrunken hatte, das habe ich hier schon selber gesagt. Ach so, okay. Ja, also ich habe Sie dann da im Garten angesprochen, die Frau Tenner. Und sie hat überhaupt nicht reagiert. Und naja, da habe ich dann gemerkt, dass sie am ganzen Körper zitterte. Und ich gehe also zu ihr hin und berühre sie vorsichtig und drehe sie zu mir um. Und da blieb mir schier das Herz stehen. Und wieso? Sie war voller Blut. Ja, und sie war irgendwie auch nicht so wirklich bei sich. Sie hat immer nur irgendwas von Laura gestammelt. Und jetzt hat sie da... Können Sie noch sagen, was sie genau gesagt hat? Das weiß ich nicht. Also, es war ohnehin nur wirres Zeug. Hm. Auf jeden Fall, ich bin dann mit der Frau Tenner gemeinsam ins Haus gegangen. Und da im Wohnzimmer auf dem Boden, da lag sie dann, die tote Laura. Genau. Und, ist Ihnen da im Wohnzimmer außer der toten Laura noch irgendwas aufgefallen? Nein. Nein, also ich bin da ja auch so häufig nicht gewesen in dem Haus. Das kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Kennen Sie den Angeklagten, den Gregor Brandt? Ja, den habe ich ab und an mal gesehen. Der hat immer so einen sympathischen und höflichen Eindruck gemacht. Haben Sie den Herrn Brandt auch am 16. Juli gesehen? Nein, dann haben Sie nicht gesehen. Mhm. Haben Sie vielleicht sonst jemand anderen gesehen? Irgendjemand, der am Abend bei den Tenners geklingelt hat zum Beispiel? Nein. Also... Am Nachmittag, da habe ich das Auto von Herrn Brandt gesehen. Und danach habe ich dann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Und am späten Abend, also gegen 10:30, als ich dann mit meinem Hund noch mal rausgegangen bin, da war das Auto dann weg. Frau Müller, wissen Sie vielleicht, ob die Laura Feinde hatte? Nein, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Laura, das war so ein liebes, hilfsbereites Mädchen. Und deshalb... habe ich diesen Satz auch gar nicht verstanden, den Frau Tenner gesagt hat. Was für ein Satz? Mehr wie zu sich selbst, so in der Art, das ist jetzt die Strafe oder so ähnlich. Also ich habe auch gleich nachgefragt, was sie denn da wohl gemeint hätte, aber sie hat nicht drauf geantwortet. Das habe ich doch überhaupt nie gesagt. Frau Tenner, was haben Sie denn gemeint mit diesem Satz? Ich habe so einen Satz doch nie gesagt. Doch, Konstanze, das haben Sie gesagt. Ja, aber warum soll ich denn sowas sagen? Das ist doch Quatsch. Ich habe das nicht gesagt. Doch. Ich habe das nicht gesagt. Ganz sicher. Nein, ich habe das nicht gesagt.
spät. Noch jemand fragen? Ja. Keine weiteren Fragen, Herr Seeluft. Der Herr Löbitz? Der Herr Löbitz ist gerade gekommen. Der ist da, super. Dann schicken Sie ihn direkt rein. Kommen Sie mal gleich Sie bleiben unvereidigt, nehmen bitte auch hinten Platz. Gehen Sie ruhig nach vorne schon. Wo ist denn Michael? Ich meine, Herr Tenner. Kein Problem. Der Herr Tenner, der hatte einen kleinen Schwächeanfall. Der Arzt kümmert sich jetzt gerade um ihn. Herr Löbitz, Sie sind ja als Zeuge geladen und natürlich müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja, klar. Sie heißen Benno Löbitz, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ledig, selbstständiger Manager, Sie sind der Manager von Herrn Tenner. Ja. Und mit dem Angeklagten, dem Herrn Brandt, hier weder verwandt noch verschwägert. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, erzählen Sie mir doch mal, was ist in Ihrem Büro passiert? Da ist eingebrochen worden, habe ich gehört. Was ist denn weggekommen? Ja, ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, richtig nachzuschauen. Ich mache das direkt nach der Verhandlung. Aber ich mache mir Sorgen um Michael. Ich meine, hat der Arzt irgendwas gesagt? Nee, noch nicht. Aber offensichtlich war es so, dass die ganze Verhandlung für ihn recht belastend war. Ja, er leidet schrecklich unter Lauras Tod. Das ist sehr belastend für ihn. Das stimmt. Herr Löbitz, Sie dürften Herrn Michael Tenner ja gut genug kennen, um zu wissen, dass er in Stresssituationen zu Anfällen neigt, nicht wahr? Ich hatte in erster Linie den Eindruck, dass es dieser Artikel war, der Herrn Tenner aus dem Konzept gebracht hat. Ja, aber das hängt doch alles zusammen. Ich meine, ich bitte Sie, der Artikel ist doch von dem Abend, an dem Laura gestorben ist. Genau, und von dem Abend wollen wir jetzt auch mal sprechen. Das war der Abend des 16. Juli 2007, Herr Löbitz. Da sind Sie ja auch, Sie waren wohl auch da im Rathaussaal, wo das Konzert sein sollte, und sind dann aber zum Haus Tenner gefahren, zur Laura. Ja, Michael hat sich Sorgen gemacht. Laura hatte extreme Probleme mit einem sehr, sehr penetranten Verehrer. Ich meine Herrn Brandt damit. Also Herr Tenner hat sich Sorgen um seine Adoptivtochter gemacht? Richtig. Ja. Gut, dann erzählen Sie mal weiter von dem Abend. Ja, um 20 Uhr sollte das Konzert sein und um 19 Uhr war Michael derart aufgeregt, dass er mich gebeten hat, dass ich Laura zu ihm bringe, dass ich zu ihr fahre und sie abhole. Mhm. Er wollte sich unbedingt persönlich davon überzeugen, dass es ihr gut geht. Mhm. Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber er ließ sich von seinem Vorhaben nicht abbringen, dass er Laura persönlich sehen muss. Und Sie sagten, das war so um 19 Uhr? Das war um 19 Uhr, ja. Und um 19.20 Uhr war ich dann ungefähr bei Laura an der Wohnung und habe geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Mhm. Ich habe dann noch gedacht, vielleicht hat sie sich mit ihrem Verehrer versöhnt und ist bei ihm. Deswegen bin ich schnell dahin gefahren. Mhm. Wie spät war es dann da? Ja, 20 vor 8. Welchen Eindruck hat Herr Brandt da auf Sie gemacht? Welchen Eindruck? Das kann ich Ihnen sagen. Herr Brandt war wie vom Donner gerührt, als ich geklingelt habe. Also jetzt hören Sie mal zu, ich war wirklich überrascht. Ja. Schließlich hat Herr Löbitz vorher noch nie bei mir geklingelt. Und außerdem hat er erzählt, dass Laura nicht zu Hause gewesen sein soll. Und ich würde ihm vor allem gern zuhören. Also, gerne also weiter. Auf mich hat Herr Brandt eher einen, wie soll ich sagen, aufgewühlten emotionalen Eindruck gemacht. Ich meine, er war nicht mal in der Lage, sich richtig auf mich zu konzentrieren. Wie meinen Sie das? Ja, als ich ihn gefragt habe, ob er weiß, wo Laura ist, hat er es überhaupt nicht reagiert und hat mich nur angestarrt. Mhm. Ja, und dann hat er plötzlich gesagt, er wüsste nicht, wo Laura wäre und ich soll verschwinden und ihn in Ruhe lassen. Und dann bin ich gefahren. Also das ist totaler Unsinn, das ist total falsch, ja? Ich habe ihm gesagt, dass Laura zu Hause sein muss, außerdem war ich völlig normal. Entschuldigung, Herr Vorsitzender, kann ich kurz rangehen? Ich glaube, es ist wichtig. Also wenn es zu dem Fall hier gehört, dann ja. Ja, okay, danke. Julien? Ja? Tatsächlich? Ja? Nein. Das wird wohl dauern. Frau Verteidigerin, wenn es allerdings länger dauert, sollten Sie vielleicht nach der Hauptverhandlung. Sehr höflich, ja. Ja, ja, okay. Vielen Dank. Wiederhören. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Vorsitzender, aber das, was ich gerade in Informationen erhalten habe, war wirklich sehr wichtig und könnte auch zur Aufklärung dieses Falls beitragen. Aha. Könnte ich Sie vielleicht kurz unter vier Augen sprechen? Ja gut, wenn es jetzt zur Aufklärung dieses Falls gehört, dann sollte Herr Staatsanwalt allerdings auch mitbekommen, was Sie da gerade erfahren haben. Gut, machen wir so, gehen wir vielleicht schnell in mein Büro raus. Bleiben Sie ruhig alle da, wir unterbrechen nur ganz kurz, wir sind gleich wieder da. Die Hauptverhandlung wird kurz unterbrochen. Ja, nun, Frau Verteidigerin, was gibt's, was Sie uns nicht in der Öffentlichkeit sagen wollen? Mich hat gerade ein Journalist angerufen. Ich kenne ihn und er arbeitet bei einer bekannten Wochenzeitung. Und ihm wurden für einen hohen Betrag hochbrisante Fotos angeboten. Toll. Und wenn schon? Ja, diese Fotos sollen aber ebenso illegal entwendet worden sein. Und angeblich sollen diese Fotos die Karriere von Michael Tanner zerstören. Und das ist das Interessante, sie sollen zur Aufklärung an dem Tod der Adoptivtochter beitragen. Und wieso wendet sich der Journalist da an Sie? Ja, er ist natürlich an dieser Geschichte interessiert und er möchte beim Kauf dieser Fotos nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen. Und wann soll das Geschäft steigen? Der Typ möchte den Journalist in einer halben Stunde im Stadtpark treffen. Und er hat wohl auch gesagt, sollte der Journalist nicht kommen, dann wird er die Fotos einer anderen Zeitung anbieten. Also tut mir leid, aber ich habe das Gefühl,
dass diese jetzt plötzlich aufgetauchten illegalen Fotos mit diesem Einbruch in das Büro des Herrn Löwe zusammenhängen. Hm? Also ich denke, wir sollten die Sache ernst nehmen und ihr nachgehen. Sehe ich auch so. Ja, also unbeachtet können wir es auf keinen Fall lassen. Ja. Herr Staatsanwalt, ich denke, Sie wissen von selbst, was er da jetzt am besten unternehmen soll. Natürlich. Ja, dann ist es okay, dann gehen wir jetzt wieder rein und ich unterbreche für 2 Stunden. In Ordnung? Ja. Die unterbrochene Hauptverhandlung in der Strafsache gegen Gregor Brandt wegen Körperverletzung mit Todesfolge wird hiermit fortgesetzt. Herr Löbitz, kommen Sie doch bitte noch mal nach vorn. Ja, ich würde Sie noch mal weiter vernehmen. Sie sind ja eh noch nicht entlassen gewesen. Ich belehre Sie jetzt allerdings noch nach § 55 StPO. Sie müssen sich mit all Ihren Antworten keiner Straftaten belasten. Ja? Ja. Zunächst mal, Herr Tenner, wie geht's denn Ihnen überhaupt inzwischen wieder? Danke, es geht. Das ist doch erfreulich, Herr Tenner. Und für Sie habe ich auch eine erfreuliche Nachricht, Herr Löbitz. Der Polizei ist es tatsächlich schon gelungen, diesen Dieb festzunehmen, der in Ihr Büro eingebrochen ist. Und der hat den Einbruch auch schon gestanden. Freuen Sie sich gar nicht? Doch, selbstverständlich. Weiß man denn schon, was gestohlen wurde? Ja, das weiß man. Diese Autogrammkarten von Herrn Tenner und diese Fotos. Herr Tenner, und auf diesen Fotos, das sind Sie drauf zu sehen. Und eine junge Dame, die Sie ganz innigst küssen. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist diese junge Dame ihre Adoptivtochter. Das kann ja nur, und so das kann aussieht, nur ein schlechter Witz sein jetzt. Was soll denn das jetzt? Heimlich auch. Nee, ich will mich überhaupt gar nicht beruhigen. Nein, bitte vertrauen Sie mir. Ach, vertrauen Sie mir. Was soll das denn jetzt? Tja, Herr Tenner, ganz schön überraschend oder besser gesagt skandalös, was wir hier gefunden haben, oder? Schließlich waren es ja Sie, der in den letzten Jahren mit der innigen Vater-Tochter-Beziehung in der Öffentlichkeit hausieren gegangen ist und sich die Sympathie seiner Fans erschlichen hat. Ich will gar nicht wissen, was Ihre Fans heute von dieser Art der Innigkeit sagen. So, jetzt langt's mehr. Diese Fotos gehören nicht in die Öffentlichkeit. Geben Sie mir die Bilder. So geht's überhaupt nicht. Jetzt setz dich mal wieder hin. Diese Fotos sind beschlagen. Sie setzen sich jetzt wieder hin. Was fällt Ihnen überhaupt ein? Die Aufnahmen gehen niemandem etwas an. Es ergeht der Beschluss gegen den Zeugen Löbitz. Wird hier mit einem Ordnungsgeld von 200 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Michael, glaubst du nicht, es wäre jetzt mal langsam die Zeit, deine Geschichte zu erzählen? Muss ein Ende haben. Herr Löbitz, fangen wir doch mal so an. So wie Sie gerade eben reagiert haben, kann ich davon ausgehen, dass diese Fotos aus Ihrem Büro entwendet worden sind, ja? Ja, die waren verschlossen in meinem Schreibtisch. Und es ist eine ungeheuerliche Unverschämtheit, dass Sie derartig pikante, intime Details aus Herrn Tenners Leben ungefragt einfach der Öffentlichkeit preisgeben. Jetzt sage ich Ihnen mal was. In diesem Fall geht die Aufklärung des Todes von Laura Tenner auf jeden Fall dem Schutz seiner Privatsphäre vor. Das ist doch keine Frage. Woher haben Sie diese Aufnahmen? Hm? Darf ich bitte etwas dazu sagen? Ja, ich bitte darum. Sie müssen aber auch hier die Wahrheit sagen, Sie müssen sich keiner Straftaten belasten. 55 StPO. Er wollte mich mit diesen Fotos erpressen. Das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Diese Aufnahmen sind vor etwa einem halben Jahr aufgenommen worden. Laura hat mich auf eine Konzertreise durch Frankreich begleitet. Sehen Sie, als Laura 16 war, habe ich mich in sie verliebt. Ich habe zwar vor dieser Erkenntnis versucht zu entfliehen, aber nach 2 Jahren ist es doch passiert. Ich hatte 3 Jahre lang ein Verhältnis mit meiner Adoptivtochter. Das kann überhaupt nicht sein. Laura hat mich geliebt. Nein, und sie wollte mich heiraten. Nein, Greg. Doch. Es tut mir furchtbar leid. Laura hat sie nicht geliebt. Nein, Laura hat sie gern gehabt, natürlich. Aber sie hat sie nicht geliebt. Sie hat sie benutzt, Gregor. Sie wollte nämlich von Michael wegkommen. Sie hat sie nur benutzt. Frau Tenner, dann haben Sie also von der Beziehung Ihres Mannes mit Ihrer Adoptivtochter gewusst? Mein Gott, nein. Also, ja, aber ich habe natürlich offiziell nicht davon gewusst. Aber ich bin nicht blind, ich bin nicht taub, ich bin nicht blöd. Diese ganze Situation, die war für mich unerträglich. Vollkommen unerträglich. Aber ich habe den Mund gehalten, ich habe kein Wort gesagt. Warum haben Sie nie was gesagt? Aus Angst. Dass bei einer Konfrontation Laura mich im Stich lässt, um mit Michael zu gehen, dass sie mich allein lässt. Herr Tenner, jetzt noch mal zu Ihnen. Könnte es denn dann nicht sein, dass dieser Abschiedsbrief, nenne ich es jetzt mal, den die Laura geschrieben hat, ich kann so nicht mehr weitermachen, bitte gib mich endlich frei, dass der gar nicht dem Angeklagten, sondern Ihnen gegolten hat?
An diesem Tag bin ich erst um 6:30 dazugekommen, meine Post zu lesen. Der Abschiedsbrief war dabei. Ich habe natürlich sofort eine meiner Attacken bekommen. Und als sie zu mir kam, habe ich Laura angerufen. Sie hat geweint. Aber sie blieb bei ihrem Entschluss fest. Was für ein Entschluss? Sie hat mir gesagt, dass sie Gregor Brandt heiraten wird. Nach diesem Gespräch, wie ging es denn da weiter? Da war ich restlos außerstande, ein Konzert zu singen. Ich habe Benno angefleht, er sollte Laura zu mir bringen. Ich musste unbedingt mit ihr sprechen, sie umstimmen. Vorher konnte ich überhaupt nicht auf die Bühne. Aber als Benno zurückkam, war er alleine. Er hat behauptet, Laura war nirgends zu finden. Das ist ja auch so. Ich habe versucht, sie zu holen. Sie war weder zu Hause noch bei diesem Kerl. Was sollte ich denn machen? Ich habe bis Mitternacht versucht, Laura zu erreichen. Aber ich habe Nachrichten hinterlassen. Und als mein Telefon endlich klingelte, da war die Polizei dran. Laura war schon tot. Am nächsten Morgen knallte mir Benno diese Fotos hin. Er hat von mir verlangt, dass ich lüge. Dass ich behaupte, dass Laura sich von Gregor Brandt getrennt hat. Das habe ich nur gemacht, damit du keinen Ärger in der Öffentlichkeit bekommst. Es ist doch scheißegal gewesen, welchen Grund der Kerl hatte, Laura umzubringen. Ob sie sich von ihm getrennt hat oder ob er mitbekommen hat, dass Laura mit dir ins Bett gehüpft ist. Was macht das verdammt nochmal für einen Unterschied? Du hast Laura umgebracht. Ich bin mir sicher. Ich war mir die ganze Zeit sicher. Ich hatte nur Angst, dass er die Fotos veröffentlicht. Dann wissen wir also jetzt, wie es wirklich passiert ist. Benno Löbitz sollte Laura zu Herrn Michael Tanner bringen. Laura wollte nicht, Laura hat sich gewehrt. Und dann hat Benno Löbitz sie gestoßen. So muss es gewesen sein. Ja. Nein, Herr Löbitz. Was, so sind Sie zu Laura hingefahren? Haben Sie getötet, weil sie nicht mitkommen wollte? Und sind Sie dann zum Angeklagten gefahren, um ihm dieses blutige Taschentuch unterzujubeln? Nein, verdammt noch mal! Wissen Sie? Man wird das untersuchen auf DNA-Spuren, die nicht von der Toten und nicht von ihm stammen. Ganz einfach. Gibt es noch weitere Fragen an Herrn Löbitz? Dann bleiben Sie unvereidigt. Sie nehmen bitte da hinten Platz. Es kommt noch zur Verlesung der Auszüge aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragungen. Werden noch weitere Beweisanträge gestellt oder Erklärungen abgegeben? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Ihr Plädoyer bitte. Uns Gericht, Frau Verteidigerin, der Zeuge Tanner hat sich am Schluss ganz klar festgelegt und sich damit nicht gerade in ein gutes Licht gerückt. Ich glaube ihm. Damit ist klar, dass der Angeklagte überhaupt kein Motiv hatte zu einem so intensiven Streit mit seiner, wie wir jetzt wissen, zukünftigen Frau. Erst recht nicht mit einem so intensiven Streit, der tödlich ausgehen könnte. Anders sieht's aus beim Zeugen Löbitz. Der Angeklagte ist frei zu sprechen. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, mein Mandant ist unschuldig an Lauras Tod. Ich denke, das hat heute die Beweisaufnahme ergeben. Ich bin froh, dass diese illegalen Fotos aufgetaucht sind. Denn ansonsten wären die Hintergründe dieser Tat wohl nie zutage getreten. Und meinem Mandanten hätte auch niemand geglaubt. Der wahre Täter heißt für mich Benno Löbitz. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Brandt, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können jetzt selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, Herr Richter, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, was mir jetzt lieber wäre. Mit dem, was ich heute erfahren habe, nach Hause gehen zu dürfen oder im Gefängnis zu sitzen und immer danach noch daran glauben zu dürfen, dass Laura mich wirklich geliebt hat. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Gregor Brandt wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens sowie seine notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Und es ergeht der Beschluss, der Haftbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf vom 18. Juli 2007 wird aufgehoben. In der Anklage steht, Laura Tanner hatte sich kurz zuvor vom Angeklagten getrennt, was dieser nicht hinnehmen wollte. Das haben Sie von Anfang an bestritten und Sie haben behauptet, Laura Tanner habe Sie geliebt. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die Laura Tanner Sie wirklich geliebt hat, aber ich kann heute zumindest sagen, auch wenn es eine Zeit gegeben haben mag, da sie ihren Adoptivvater geliebt hat, am Tag ihres Todes spätestens hatte sie den Entschluss gefasst, sie zu heiraten. Sie zu heiraten. Und damit gab es keine Trennung und damit ist aus unserer Sicht ihr
Motiv entfallen. Das hatte Herr Tenner, der außer jeglichen Verdacht steht, Sie zu Unrecht entlasten zu wollen, ganz klar deutlich gemacht heute. Es könnte auch ganz anders nämlich so gewesen sein, dass der Herr Löbitz zur Laura geschickt worden ist von Herrn Tenner, um sie zu holen. Und dass es dort bei Laura zu diesem Streit mit fatalem Sturz gekommen ist, an dem sie dann leider verstorben ist. Und dass der Herr Löbitz dann schließlich bei Ihnen war, um Ihnen dieses blutige Taschentuch unterzujubeln. Und ich frage mich natürlich, warum sollte der Herr Löbitz den Herrn Tenner erpressen, zu behaupten, die Laura habe sich von Ihnen getrennt, wenn er nicht von sich selbst ablenken will. Also, unterm Strich bleiben jedenfalls mindestens so viel Zweifel an Ihrer Täterschaft wie Anzeichen für die Täterschaft des Herrn Löbitz bestehen. Und deshalb sind Sie heute frei zu sprechen. Allerdings kann innerhalb einer Woche gegen das Urteil Revision eingelegt werden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Löbitz, Sie wissen, was kommt. Ich nehme Sie vorläufig fest. Herr Seeler, Sie nehmen ihn bitte mit. Kommen Sie mal mit, Herr Löbitz. Benno Löbitz wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge, Nötigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Michael Tenner wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten mit Bewährung verurteilt.